Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Death Stranding. Wir müssen ja noch zu einem Prepper. Aber davor, glaube ich, wollen wir mal schauen, ob wir uns so ein Auto klauen können. Und es kommt gerade idealerweise auf uns zu. Hallo. Na, kommt sie her? Ja, kommt mal her. Geil. Oh, ihr steigt hoffentlich ab, oder? Na? Scheiße. Sind ein paar. Okay, erwischt. Fuck. Okay. Fuck. Nice. Y. Und jetzt schnell zum Auto. Nein, 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 du bleibst jetzt mal schön hier. Alter. Nein! Alter, kann der Typ mal da bleiben? Da kommt der nächste. Jetzt. Nice. Das nehme ich mal mit. So, ab ins Fahrzeug. Je. Halt, 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 halt. Hallo. Ich möchte, dass du ins Fahrzeug reingehst. Yes. Sehr geil. Na dann. Ciao. Nehmen wir mal euer Fahrzeug hier aus. Auf unbestimmte Zeit. Da hinten ist schon meine Energiestation. Wie komme ich da am besten rüber? Komme ich da rüber? Oh geil, der fährt so... Der macht sich da so nach oben. Geil. Kann ich das auch für so ein Gebiet aktivieren? Boah, mega geil. Also ein bisschen schneller wäre noch ganz praktisch. Geil, geil, geil. Wir haben einen Fracht-LKW. Moin. So, ich hätte da mal ein paar Goodies für dich. Liefern, los geht's. Fracht wird geliefert. Du bist nicht bei Fragile Express, oder? Ja, nicht wirklich. Ah, ich verstehe. Bridges nutzt deren IDs, um die Lieferung abzuschließen. Ja, gute Arbeit, Junge. Ich nehme dir das jetzt mal ab. Das Paket sieht aus... wie neu. Wow. Lang her, dass ich Fracht in so einem guten Zustand gesehen habe. Herzlichen Dank. Das war sicher keine leichte Aufgabe. Naja, es ging. Südele. Alles klar. Immer schön weiter hier. Welche Ziele verfolgst du eigentlich? Jeder weiß, dass Fragile hinter den Angriffen steht, die Middle North City ausgelöscht haben. Nur ein Narr würde dieser Terroristin jetzt noch Lieferungen anvertrauen. Aber du machst fleißig weiter. Du hältst das Geschäft für sie am Laufen. Hab ich recht? Nee, nicht ganz. Heutzutage kann man echt niemandem mehr trauen.
Versuch nicht, mich zu eurem kleinen Netzwerk zu überreden. Weißt du, warum es in letzter Zeit so viele Terrorangriffe gegeben hat? Weil ihr mit eurem Geschwätz über die Wiedervereinigung des Landes allen auf die Nerven geht. Den UCA beitreten? Da kann ich auch gleich ein Fadenkreuz auf meine Bude malen. Erledige weiter meine Lieferungen, dann kommen wir gut aus. Ich will keinen Ärger. Wobei ich sagen muss, dass eure Blutgranaten echt großartig sind. Qualitätsarbeit, das muss ich zugeben. Ausrüstung, die UCA nicht für sich behalten sollten. Schließlich sind in dieser Gegend viele freiberufliche Boten unterwegs. Ich würde sie gerne in großer Menge herstellen und diese Leute damit ausstatten. Bist ein anständiger Kerl. Das sehe ich. Und du hast mir gebracht, was ich wollte. Aber es braucht mehr, damit ich dem zustimme, was du von mir verlangst. Das chirale Netzwerk ist ein großer Schritt. Okay. Aber wenn du mir beweisen könntest, dass ich Bridges vertrauen kann... Wie wäre das? Erledige noch einen Auftrag für mich. Die Einzelheiten findest du auf diesem Terminal hier. Ah, das ist bestimmt so ein Arschauftrag. Neuer Auftrag verfügbar. Ja, dann... Informationen erhältst du an einem... Ja, ich weiß schon. Okay, Bergung... Oh, scheiße, ich muss da rein. War das nicht da? Ach nee, die Explosion war da hinten. Da war irgendwas anderes. Ja, wir haben auch die Warnung da schon, dass hier was abgeht. Ja, voll super. Das Werkzeug, das du suchst, sollte in meinem alten Bunker liegen. Er ist markiert. Du solltest den Ort also problemlos finden können. Ich entriegle ihn, wenn du dort eintriffst. Und nimm dir ein paar von den Blutgranaten, die du mitgebracht hast. Wenn dich GDs in die Ecke drängen, solltest du die unbedingt dabei haben, oder? Ich hoffe, so weit kommt es nicht. Doch, natürlich wird es dazu kommen. Auf dem Rücken, Frachtregal. Ja, okay. Vorräte. Wisst ihr was? Wir werden mal die Stiefel austauschen. Schuhe anziehen. Und die anderen Stiefel, die hier, würde ich sagen, lass mal einfach mal da. Okay, automatisch anordnen. Los geht's. Ja, aufbrechen. Kann ich die Granate jetzt auch schon bei diesen komischen Geistdingern da nutzen? So, wo ist denn das? Ach, da drin. Ah, ist aber nicht wirklich weit umgezogen, hä? Also ich hätte das jetzt sehr praktisch... Ja, natürlich fängt jetzt hier der Regen an. Warum auch nicht? Und das Aussetzen kann ich ja vermutlich nicht. Automatisches Straßenbaugerät. Der will hier eine Brücke machen, so wie es aussieht. So aus der Tower. Ja, so ein Shit. Na, dann fahren wir mal da rein. Oh, ja, hoffentlich geht es gut, mit einem Auto da reinzufahren. Ah, die waren schlau. Ich kann mit einem Auto gar nicht reinfahren. Na klar. So, wie war das nochmal? Ach so ist. Okay. Wie ging das mit dem langsamen Gehen nochmal? Ah, so.
Ja, war klar. Spürst du das? So, direkt vor uns ist was. Kommst du da durch? Nö. Vor uns. Ah, shit. Das war's, ich probiere das mal mit der Granate. Blutgranate. Hat das etwas gebracht? Er ist zumindest aktiv. Er ist jetzt da links. Ah, benutzt. Benutzt B ablegen. Dann nehmen wir mal die da. Jetzt ist er jetzt tot. Irgendwo da unten. Da. Hat aber jetzt nicht sehr viel gebracht. Ja doch, er ist rot geworden. Noch einer. Na? Tot? Er ist da oben. So eine Scheiße. Wo? Na, wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn einfach nicht. Ach, da vorne. Habe ich jetzt getroffen oder nicht? Nee, ne, habe ich nicht. Ah, scheiße. B ablegen. Blutgranate. Oben ist auch noch einer. Weißt du, kommt der jetzt her? Okay, getroffen.
Hast du es? Ich brauche viel mehr von dem Zeugs. Wo? Irgendwo da schräg da vorne. Da hinten ist der Bunker. Wo? Da. Oh, scheiße, das ist auch noch einer. Scheiße, Dreck. Dann machen wir den davon zuerst. Ja, wir machen den da zuerst. Okay. Ist, glaube ich, tot. Oh, er ist unterwegs. Oh, gut. Und da hinten noch einer. Diese Granaten sind geil. Was, du blinkst? Wo? Vorne. Ah, ich kann dich nicht treffen, oder? Scheiße, du bist so hoch oben. Mann, komm runter. Okay, dann gehen wir halt nicht hier lang. So, wo ist der Heini da vorne? Da. Okay, gut. Wo? Direkt vor uns. Ablegen. Machen wir noch eine. Fuck, warum musst du mir im Weg sein? Da hinten bleiben. Alter, dieser Arsch, ey. So, mal kurz. Beschädigt, schwack. Ja, wow. Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, es ist erstmal safe. Wir kommen hier rein. Was zum... Achso, warte mal, das ist ja meins.
Am Anzug benutzt. Kann ich sagen, du bleibst aufladen. Änderung, was? Nee. Bestätigen. Gut, da kann man jetzt nicht sehr viel tun. Ich komme da nicht rein. Oder muss ich das dann mitnehmen? Macht wieder den Auftrag Berg und Werkzeugkiste beschafft. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir den gleichen Weg wieder zurück. Da ist er. Schön sichtbar bleiben. Beziehungsweise... Nee, ich erwische den einfach nicht. Ist auch einer. Schön leise. Oh, Controller ist total verschwitzt. Bringt da Anspannung. Alter, da habe ich aber dann mehr als was gut, ey. Die Dinger könnte man eigentlich mitnehmen, ne? Ich hab schon wieder vergessen, für was wir die eigentlich brauchen. Gut, nur noch hinter uns. So wie es aussieht. Sollen wir die verlorene Fracht mitnehmen? Gut, nehmen wir mal mit. Jetzt bitte bloß keinen Ärger machen. Ja, dann nehmen wir die Fracht hier auch noch mit. Nice. Komm, wir gehen hier raus. Ich glaube, wir sind erstmal safe. So, dann lauf mal. Wieder weg. Oh, den geht's aber irgendwie nicht so gut, hä? Halt, ich will einsteigen. Komm. Oh, bitte sag mir, du fährst noch. Oh, Gott sei Dank. Akku von Chuck nicht mehr besonders voll. Ja, geil. Fast leer. Ah, scheiße. Nein! Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Gut, hast du vielleicht eine Tankstelle? Warte mal, wo war denn diese Tankstelle? Mal kurz gucken. Ach nee, das war ein Straßenbaugerät. Ah, fuck, dann muss ich so ein Teil bauen. Gut, einmal rein. So. Ich hab da Sachen für dich.
Schlitzloch? Ja. Das bedeutet mir wirklich die Welt. In diesen alten Werkzeugen stecken Erinnerungen. Ja, du mich auch. Die ich nicht mit einem Chiralendrucker ersetzen kann. Ich habe diesen Auftrag für unausführbar gehalten. Jetzt verstehen wir uns. Warte, bis du die Waffen siehst, die ich damit herstelle. Sam Bridges, du bist unglaublich. Vielen Dank. Ja, cool. Kann ich dich jetzt anbinden? Ja, ja, und weiter bitte. Dankeschön. Weißt du, Fragile und ihre Leute sind mir nie krumm gekommen. Eigentlich schulde ich ihnen sogar was. Aber sie paktieren jetzt mit Hicks. Damit sind sie doch genauso schlimm wie er, oder? Es wirkt, als würden sich alle verdammten Terroristen zusammentun. Wie eine große, glückliche Familie. Tz, wird womöglich Zeit, dass wir dasselbe tun. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Zumindest, wenn die UCA mehr Leute wie dich haben. Gemeinsam sind wir stark, oder? Und ein neues Amerika kommt. Verbinde mich mit dem Chiralen-Netzwerk. Oh, endlich. Okay, nice. Aber da haben wir jetzt in der Mitte noch so ein Gebiet, was noch offen ist. Olagan. Was macht denn die Schönes? Ja, jetzt ist natürlich die Warnung da, dass hier alles Mögliche ist, ne? Natürlich. Naja. So, ein Moment. Jetzt den Rücken stärkt, will ich euch ebenfalls unterstützen. Solange meine Verbindung steht, versorge ich dich mit meinen besten Werkzeugen. Und gemeinsam überleben wir vielleicht etwas länger. Ah, übrigens. Ich habe diese Schönheit hier gebaut. Das ist eine Bola-Gun. Sie kann einem eine Weile Ärger vom Leib halten. Ist natürlich nicht tödlich. Es könnten zwar ein paar Narben bleiben, aber selber schuld. Nimm sie, wenn du sie gebrauchen kannst. Ja, okay. Mal schauen, was die Schönes macht. Eine Bola-Gun, hm? Die könnte nützlich sein. Aktuell kannst du damit Menschen auf Abstand halten, ohne sie zu töten. Nimmst du statt der Drähte mit deinem Blut gesponnene Packseile, dann funktioniert sie vielleicht bei GDs. Los, teste sie mal. Das klingt jetzt aber irgendwie geil. Ja, am Rücken und einmal automatisch. Ja, wird schon passen. So, dale. Du hast deinen Teil getan. Jetzt bin ich an der Reihe. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Stimmt. Wir könnten eigentlich doch schnell Aufträge annehmen. Standardaufträge. Irgendwas, was. Ah, okay. Das sind jetzt solche Sachen. Lake Knot, da will ich eh nochmal hin. Nehme ich mal mit. Soll ich beide hier machen? Das wird heißen, einmal so. Ich glaube, ich nehme den da. Gut. Brauchen wir sonst da irgendwas? Da haben wir eins mit. Behälterreparatur, Blutbeutel. Nee. Stiefel. Würde ich mal einen herstellen. Und waffentechnisch. Blutgranate, Rauchgranate. Im Besitz 4. So. Passt. Okay. Alles umladen. Dankeschön. Alles umladen. Einmal automatisch. Zwei Paar Schuhe. Bisschen viel. Na gut. Aufbrechen. Los geht's. Auftrag zugewiesen.
Good. Ausgezeichnet, Sam. Du hast das Netz um 3 Wegposten erweitert. Die Prepper sind eingespannt und das chirale Netzwerk gedeiht besser denn je. Wir wollen ein örtliches Verteilerzentrum als nächsten Wegposten nutzen. Aber das muss warten. Ich habe hier einen dringenden Auftrag. Ein Problem, das gelöst werden muss. Du musst einen von Lake Not City Servern für uns wieder beschaffen. Er wurde nach einer Reparatur auf dem Rücktransport von Mules gestohlen. Ja, war ja klar. Der Server enthält Validierungsdaten für ein neues Liefersystem, das wir einsetzen. Es soll das chirale Netzwerk nutzen, um Lieferungen zu automatisieren. Für uns ist er unverzichtbar. Die Mules könnten ihn auch für einen Toaster halten. Ein Toaster, aus dem sie chirale Kristalle und seltene Erdmetalle herausreißen werden. Ohne schnelles Handeln könnten wir die Daten verlieren. Also ab mit dir zum Ablageplatz der Mules. Schnapp dir den Server und bring ihn nach Lake Not City zurück. Ich lege den Auftrag selbst an. Über deine Handschellen erfährst du mehr. Habt ihr schon mal was von Backup gehört? Just saying. Södre. Einmal einsteigen. Hallo? Der schaut ziemlich fertig aus. So, ich will nach da hinten fahren. Oh, zu diesem Teil. Tank ist leer. Geil. Ja, dann bauen wir halt mal so eine geile Tankstelle da. Ne, halt. Wo war das? Das war der hier, ne? Konstruktion wechseln. Nö. Generator. Ja, wir sollten. So, während er das macht, jetzt schreiben wir ganz kurz auf die Karte. Wo müssen wir hin? War das hier? Sammeln neben Biolager südwestlich. Ich schaffe jetzt jemand den Bios. Auftrag Nummer 23. Alles klar. Und wir müssen aber. Ziel, der alte Auftrag, Schlaftabletten zurückbringen. Sonst haben wir nichts. Was haben wir hier? Ach, das waren nur meine eigenen Markierungen hier. Auftrag, Standardauftrag, Lieferung. Ah, Lieferung, neu entwickeltes Werkzeug. War das jetzt der alte? Jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Aufträge. Beschaffen. Lieferung nach zu dem Typen darüber an Ingenieur. Na, wir müssen eigentlich nur an deinen Ingenieur ran. Ja, okay. Ingenieur, Auftrag, Standardauftrag, Nummer, Lieferung. Aber warum zeigt er mir Standardauftrag Nummer 199? Warum zeigt er mir das hier noch so an? Ziel der Alte. Ja, dann besuchen wir die doch da mal. Na, voll fertig? Sehr gut. Komm, einsteigen. Voll? Geht's noch voller? Nö, hört nicht so aus. Das war direkt das da vorne, ne? Das Auto geklaut hab. Holy shit! Wird das ein neuer Highway da unten? Alter. Hey, ja, die sind schon auf uns aufmerksam worden. Alter, Lenk. Oder? Nochmal doppelt kontrollieren. Ja, es war doch rein.
Ja, moin, Kollegas. Ich würde sagen, gehen wir uns mal hier hin. Und dann probieren wir mal diese neue Waffe aus. Müsst die vorlagern. Alter, da ist das Gras voll hoch. Hey, komm mal her. Geil. Wir müssen die Fracht anders machen. Bitte nochmal automatisch anordnen. Was irgendwie nicht sehr viel verändert hat. Er ist außer Gefecht. Annäherung ans Ziel. Oh scheiße, wie viel ist denn hier? Wo ist der Server? Oh. Warte mal. Kannst du... Oh, die Waffe ist mega. Hey, komm mal her. Geil. Neue Lieblingswaffe. Oh. Um den Hals rum. Nice. So. Bolagan. Munition 1 von 14. Keramikraum, Reparaturspray, verlorene Fracht. Könnte man eigentlich mitnehmen auf den Rücken. Fotoalben auf den Rücken. Systemserver. Ach da. Ja, jetzt wird's voll. Sonst nur irgendetwas. Automatisch anordnen. Wir brauchen... Ja, also... Soll ich da Keramik nochmal mitnehmen? Autohammer, ja da. 32 Kilo. In der rechten Hand. Wobei... Nein, ich glaube, dann kann ich glaube ich vermutlich nicht mehr zielen, oder? Das tun wir wieder weg. Wo war das? In den Händen. Abladen. Gehen wir nochmal kurz nach oben, sonst irgendwas. Large. Ja, auf dem Rücken geht schon. Es geht nicht mehr. Ist auch nicht mehr. Automatisch anordnen. Wir sind voll überladen. Perfekt für den Angriff. Ah, Moment. Geil. Kommt jemand? Nee. Da ist noch einer. Scheiße. Fotoalben. So, schnell, schnell da rein. Fahrzeug betreten. Weg hier. Nein, scheiße. Okay, zu welchem Dude musste ich? Nee, ich musste zum Ingenieur Markierung setzen. Das heißt, einmal umdrehen. Oh, komm, wir machen mal Boost.
Ja, beruhigt euch mal. Okay, da ist der Tower. Mal kurz schauen. Tower. Ah, da unten könnte man eigentlich aufladen. Das machen wir mal schnell. Nicht kippen. Komm. Nein! Ah, schade. Okay, mit Wasser fahren, das ist voll beschissen. Das braucht voll viel Energie. Oh, lad mal auf. Noise. Ah, ich glaube, ich sehe ihn da hinten. Oh, scheiße, das zieht voll an der Batterie. Was hat man da hier hingeliefert? UC-Route 23.6 bei Handwerker. Was, die Straße? Aber war ich richtig? Ja. Und dann probieren wir mal diesen Highway aus. Würde ich mal sagen. Moin. Habt ihr Geschenke dabei? Wow. Nicht umkippen. Moin. So, liefern. Das ist meine angeforderte Fracht. So. Ja, das können wir bespringen, das kennen wir ja schon. Oh hey, schön dich zu sehen. Naja, die Fracht ist in Top-Zustand. Ja, wie immer. Gut, überspringen. Kraftskelettstufe 2. Geil, das hat sich jetzt wirklich rentiert. Sollte ich vielleicht doch öfter machen. So, weiter. Danke. Bis dann. Immer gern. So, und die ganze andere Fracht, wo muss die hin? Schauen wir mal, Fracht. Verlorene Fracht. Ach so, deswegen Schlaftabletten. Ach, weißt du was, das tue ich alles hier abladen. Die Pfade, die wir gehen, werden zu Straßen. Ja, ja. Liefern, verlorene Fracht. Ja. Ach so, warte mal, anvertrauen, lagern, doch. Kann ja jemand mitnehmen. So, da. Überspringen. Dankeschön. Hast du irgendwas für die große Stadt? Lieferung, Maske für das Fahrzeug, Inspektionswerkzeug. Ja, nehme ich mit, weil liegt eher auf dem Weg. So, und tschüss. Alles okay, brauche ich erstmal nichts. Alles umladen. Einmal automatisch und ab zur Stadt. Jo, los geht's. Auftrag zugewiesen. Die Pfade, die wir gehen werden zu Straßen, Sam. Siehst du die Spuren, die du hinterlässt? Sie erzählen eine Geschichte. Wärst du ein Spion, würde dir das zum Verhängnis werden. Aha. Aber das bist du nicht. Also sei stolz auf diese Spuren. Sie zeugen von deiner Existenz. Hinterlasse sie weiterhin. Zeig den Menschen, dass du da draußen bist. Gib ihnen den Mut, wieder zueinander zu finden. Indem du das Netzwerk erweiterst und deinen Landsleuten hilfst, stärkst du die Bande zwischen uns allen. Bahnst einen Weg, dem sie folgen können. Geil. Braucht jetzt hier keinen Akku. Ja. Viel Spaß, mich dort zu erreichen. Ist so cool, dass da einfach Straßen gebaut worden sind.
Energy Zone. Sehr, sehr geil. Nicht mehr im Stromnetz. Ja, wäre irgendwie noch schön gewesen, wenn hier noch ein Generator platziert worden wäre. Sonst machen wir das. Dankeschön. Ich hab's damit eh kein Problem, dass ich einfach mal da runter düse, oder? Südere, einmal Geschenke abliefern. Lieferon. Alles. Dankeschön. Ja, das nächste Mal Backup machen. So, automatisch, dankeschön. Ich kann jetzt einen Freewheeler bauen. Danke. Lego City hat uns zum Dank die Baupläne zur Verfügung gestellt. Ich würde ja was dazu erzählen, aber du hattest selber mal einen. Ja. Auch dieser hat zwei Räder vorne, eines hinten und ist akkubetrieben. Er lädt sich automatisch auf, wenn er nicht in Gebrauch ist. Es erfordert Geschick, damit unwegsames Gelände zu überwinden. Am besten für lange, ebene Strecken geeignet, bla bla bla. Wir sind dabei, dir ein anderes Fahrzeug zu besorgen. Darauf darfst du dich schon mal freuen. Das mit dem automatischen Aufladen ist jetzt aber schon ziemlich wie wieder Langstrecke. Ja, ich würde sagen, ciao LKW. So, bitte weiter. Oh, kann man das nicht einfach alles... Danke, Sam. Mit den Daten können wir endlich unsere Pläne für das neue automatisierte Liefersystem vorantreiben. Ich sage den Jungs, sie sollen anfangen, die Bots zu testen. Du musst ihn zum Verteilerzentrum südlich von Lake North City bringen. Sieh am Lieferterminal nach, wenn du mehr Arbeit suchst. Die Prepper haben einiges über Fragile erzählt. Bist du sicher, dass wir ihr trauen können? Diese Sache mit Higgs. Dachte, ich hätte dir erzählt, dass sie ihn hasst. Der Feind meines Feindes, würde ich mal sagen. Aber nimm mich nicht beim Wort. Frag sie und bilde dir ein eigenes Urteil. Ob wir wollen oder nicht, wir benötigen ihre Hilfe. Sam, Fragile hier. Wie ich hörte, hast du drei Prepper ins Netzwerk integriert. Und ihnen alles Nötige geliefert. Das hast du gut gemacht. Wo wir schon mal am Quatschen sind, würde ich gerne wissen, was es mit dir und Higgs auf sich hat. Du hast Gerüchte gehört, was? Ich kann dir alles erklären, persönlich. Triff dich mit mir im Verteilerzentrum südlich von Lake Nod. Dahin bist du doch eh unterwegs, oder? Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Ja, wie praktisch. Ja, ich würde sagen, wir tun uns hier erstmal ausruhen. Dann haben wir hier erstmal einen guten Start. Für die nächste Episode, denn wir sind schon wieder an der Zeit, ist schon ein bisschen Überlänge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann wünsche ich euch eine gute Reise bei der Wanderung. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.